Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute gibt es mal wieder ein neues Aqua-Update. Und wir fangen als allererstes an mit den Guppies. Keine Sorge, wir kommen gleich noch zu dem blauen Florida-Krebs, wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt. Das ist kein Clickbait, den habe ich wirklich. Den zeige ich euch jetzt gleich auch. Als allererstes zeige ich euch aber das größere Aquarium der Guppies. Ist jetzt mal ein größerer Cube, in dem sich die Kleinen super wohlfinden. Ja, wo es ihnen super gut geht. Sie haben neue Steine bekommen, haben einen neuen Filter in der Pumpe jetzt drinne und haben ein paar neue Pflanzen bekommen. Die Posthornschnecken sind immer noch da, beziehungsweise wieder da. Und die Guppies selber entwickeln sich prächtig. Die Zucht ist auf jeden Fall gelungen. Man sieht diese schönen Leoparden-Hinterflossen der meisten von ihnen. Und wir sehen auch hier direkt, die Mutter ist leider schon von uns gegangen. Das tut mir echt leid. Die Mutter hieß Shelly. Das war echt ein wunderschöner Guppy. Und hier sehen wir auch den Vater, beziehungsweise einer der möglichen Vater, das kann auch der Onkel sein, weil da ist noch einer drinne. Ja, und das sind halt die Babys, die daraus sich entwickelt haben. Finde ich auf jeden Fall super süß, hat auf jeden Fall gelungen. Nehmen wir nochmal einen Blick von oben und da können wir noch die kleinen süßen Guppies noch einmal begutachten in ihrem Aquarium. Gehen wir auch schon weiter hier zu unserer Kampffischdame. Ich muss sie leider in diesem relativ groß in Anführungszeichen Aquarium für einen Fisch leider alleine halten, die Kleine, weil sie leider sehr aggressiv ist für ein Kampffischweibchen und leider alles, was sich in ihrem Aquarium befindet, platt macht, außer Garnelen oder Schnecken. Wie ihr seht, Schnecken geht sie nicht an. Ah, da unten sehe ich gerade, es sind Algen, die muss ich gleich erstmal rausholen. Das stört mich nämlich direkt schon wieder. Sie hat gestern einen Pflanzenschnitt in ihrem Aquarium bekommen, deswegen sind da oben noch so relativ viele Blätter. Ja, weil diese Pflanze hier links schon sehr gewuchert hat. Ansonsten hat sie ein paar Muscheln bekommen. Die Steine sind wie gehabt. Dann hinten seht ihr noch diesen großen Stein, der eine kleine Höhle hinten ergibt. Dann hat sie noch Aquarienpflanzen, welche so ein bisschen leider kaputt gegangen sind, aber ich züchte gerade neue, deswegen keine Sorge, sie bekommt schon bald neue. Und als letztes kommen wir dann zu unserem Neuzugang, nämlich Larry, der kleine blaue Florida-Krebs, den ihr hier unten begutachten könnt. Er ist leider sehr ängstlich, also ich muss hier leider relativ gut aufpassen, dass er sich jetzt nicht erschreckt, weil sonst sehen wir ihn den Rest des Videos nicht mehr. Er buddelt sehr gerne, hat ein Aquarium direkt mit einem großen Stein bekommen und hier sehen wir dann auch direkt seine Vegetation. Keine Sorge, er ist jetzt in so einem kleinen Nano-Cube, aber sobald er herangewachsen ist, wird er in ein größeres Aquarium versetzt, der Kleine. Weil nur momentan ist das Ganze noch ein bisschen blöd, weil ich leider jetzt hier keinen Platz dafür habe. Aber er wird, sobald er sich noch ein oder zweimal gehäutet hat, wird er auf jeden Fall ein größeres Becken bekommen. Ich habe gestern versucht, ihn mit Gurke zu füttern, was man eigentlich auch machen sollte, ab und zu mit Gemüse. Ja, aber die Gurke, die schwimmt dann wenig nach unten, die schwimmt an der Oberfläche. Und jetzt verleiben sich die Schnecken diese Gurke ein. Man sieht schon gut diese Knabberspuren davon. Und ja, die Pflanze ist leider hochgetrieben, die sollte eigentlich unten sein. Und ja, das ist unser Neuzugang, der kleine Larry. Ist jetzt seit längerer Zeit mal wieder mein erster Krebs. Ich hatte mal wieder Lust auf etwas, was kein Fisch ist. Er hat auch übrigens hier irgendwo noch ja, seine Schneckenfreunde und hier ist auch noch irgendwo eine Garnele drin. Ja, es war eine Garnele, also keine Sorge, ich halte Garnelen nicht alleine. Das sollte man nicht, wie jeder weiß. Nur ich hatte mal, als ich damals den Better in Bellies gekauft habe, hatte ich nämlich zwei Garnelen mit dazu bekommen. Ich glaube, das war unbeabsichtigt, aber seitdem ist diese Garnele hier alleine. Es versteckt sich leider relativ häufig, aber ich habe ihr 15 neue Freunde gestern bestellt und dazu werde ich auch noch ein Video machen, wenn man Fische online bestellt. Ist auch mal eine interessante Erfahrung. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. So, wo ist Larry jetzt? Ach, da ist Larry. Larry versteckt sich wirklich sehr gerne, aber ist auf jeden Fall ein kleiner Prachtkerl. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Aqua-Update wieder einmal gefallen hat. Es war ja in der Zukunft so, dass ihr euch das gerne angeschaut habt, was sich in meinen Aquarien verändert hat. Das war jetzt der neueste Stand und ich hoffe, dass ihr auch dann beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es ein neues Aqua-Update gibt. Also, bleibt gesund, Freunde, und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.